So, hallo Leute, willkommen zurück beim Gespräch mitten diesem Baal Toleral. Oder wie auch immer der heißt. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast Tundral. Dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich meine Loyalität beweisen? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Okay. Wo kann ich... Du brauchst jetzt dringend neue Leute. Das wissen wir ja schon wegen dieser Anrufung, mit der wir auch noch zu tun kriegen werden. Schauen wir uns doch ein bisschen voran. Oh, hoppla. Da vorne, das ist eigentlich das Ziel, wo ich schon sehr lange hin will. Die Schmieden. Nicht aus irgendeinem Grund, sondern aus diesem Grund. Ach komm. Okay, speichern wir. Okay. Laden. Ist zwar ein bisschen eine feige Taktik, aber da ich nur einen einzigen Dietrich habe. Okay. Nochmal. Okay, links, rechts, rechts, links, links, links. Ja, geschafft. Da drin finden wir drei Äxte, 10 Minecrawler-Zangen, 16 Klingen und 27 Stücke Rohstahl. Diese Schwerter, die wir schmieden können, sind jeweils 50 Erz beim Verkauf wert. Das heißt, damit können wir 40 Schwerter herstellen, die sind 2000 Erzbrocken wert. Mal nicht zu vergessen, dass wir eine bessere Waffe haben. Diese Axt, die macht ein bisschen mehr Schaden wie wie das Schwert. 2000 Erz haben wir jetzt beinahe zur Verfügung. Aber die werde ich, glaube ich, offscreen schmieden, weil es schon ziemlich lang dauert. Schauen wir uns doch lieber ein bisschen noch um. Fortuno. Was hast du für mich? Hier. Nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay. Meine tägliche Ration. Ich will mir meine tägliche Ration. Du hattest. Ach so, hatten wir gerade. Hier kann man jetzt jeden Tag Sumpfkraut abholen. Harlock. Da kann man, glaube ich, nicht viel erwarten. Ich bin immer total glücklich, dass wir jetzt bald 2000 Erzbrocken haben. Überlegt mal, was wir damit alles machen könnten. Wir könnten zum Beispiel uns den Novizenrock kaufen oder andere Rüstungen.
Wir könnten endlich Rüstungen kaufen, wenn auch nur schwache. Die richtig starken bekommen wir erst, wenn wir uns eine Gilde anschließen. Haben Sie Leibwache? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Jojo. Schon gut. Kurkalom. Was willst du? Ich will in der Bruder. Ich habe Crawlerzangen für dich. Der sucht nämlich Crawlerzangen. Warum, werden wir bestimmt noch erfahren. Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Einer der Händler aus dem alten Lager will ein Rezept von dir haben. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Sein letztes Wort anscheinend. Müssen wir zurückklauen. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Die Kiste hier ist es. Vorher nochmal speichern. Ich will ja nicht, dass mir mein Dietrich wieder abbricht. Okay. Ein Glück habe ich nochmal gespeichert. Zwei, links, rechts, rechts. Okay. Rechts, rechts, links. So viel wissen wir schon mal. Okay. Rechts, rechts, links. Okay, achso, links. Ich habe zweimal links probiert, dann müssen wir jetzt noch. Das müssen wir jetzt rechts machen. Also rechts, rechts, links, rechts. Hier macht, okay. Rechts, rechts, links, rechts. Geschafft. Kurkaloms Rezept. Rezept für einen Heiltrank. Schauen wir uns das doch mal an. Mal sehen, was da drauf steht. Lüfgung, Akkark, bla bla bla. Wenn man es rückwärts liest, scheint es einen Sinn zu ergeben. Kalom. Hiniro. B. Kun. Knugrsch. Ach, ich kann das nicht lesen. Aber ich habe mal gehört, dass es jemand geschafft hat, es tatsächlich rückwärts zu lesen und einen Sinn herauszufinden. Also kompletter Schwachsinn ist das nicht. Na, haben wir schon mal Dexter's Quest erledigt? Das hier ist jetzt etwas ungewohnt für mich, weil ich normalerweise nicht runterklettere. Ganz runterklettern muss man ja auch nicht. Okay. Wir können schon mal mit Schwertschmieden anfangen. Prinzipiell kann man das jetzt im Schnelldurchgang machen. Und wir gehen schon mal zu diesem Typen und schauen mal, wie viel Erz er hat. Das ist nämlich ein Händler. Hi, ich bin neu hier. Und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also störe mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Der hat 200 Erzbrocken. Dann schauen wir auch mal, wie viel die beiden anderen Äxte wert sind. 300. Okay. Und dieses Schwert, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, können wir uns seine ganzen Erzbrocken abnehmen dafür? Oh, und Dietrich, Bolzenpfeile. Hat er auch Dietriche? Hat er auch Dietriche? Bitte sag mir, dass er Dietriche hat. Er hat keine Dietriche. Nehmen wir doch mal ein paar Pfeile ab. Sagen wir mal so
Ja, 70. Gucken, nehmen wir das raus. Okay, und nehmen noch ein paar mehr Pfeile. Sind alle Pfeile, die er anscheinend hat? Nehmen wir halt noch was. Naja, ich suche mir irgendwas raus. Oder? Ach, nehmen wir halt noch Bolzen. 20. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber behalte für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Sind wir schon reich? Also, ich werde hier offscreen noch die Schwerter schmieden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!